So, Freunde, wir sind wieder zurück zu einem neuen Video und wir versuchen heute mal was ganz anderes. Ihr seht, ich bin ein Trikot-Fan. Wir haben hier ein Augsburg-Trikot, wir haben hier noch ein Grisi-Trikot. Die sind schon eingerahmt. Ich habe in meinem Schrank gefühlt noch zig andere Trikots. Die kleine Sammlung werden wir uns auch mal reinziehen. Und wir versuchen uns, diese Sammlung zu erweitern. Und das nicht irgendwie, wir kaufen nicht einfach Trikots, sondern wir versuchen von den Fußballern direkt die Trikots irgendwie zu bekommen. So eine Videoreihe. Ich bin auf jeden Fall sowas von gespannt, ob das funktioniert und ob die Steps, die ich mir überlegt habe, funktionieren. Jetzt würde ich sagen, wir gehen nach dem Intro direkt mal rein. Wie gesagt, es wird tatsächlich sehr experimentell, aber wir gehen nicht ohne Plan rein. Ich möchte nämlich das Ganze sehr systematisch angehen. Wir haben nämlich hier in The Rare mittlerweile relativ viele Karten, würde ich sagen. Wenn man aber ganz nach unten scrollt, gehen wir mal auf die letzte Seite, sehen wir die absoluten Galerie-Legenden. Das sind die, die von Anfang an bei mir dabei waren. Und genau diese Trikots, die will ich haben. Beziehungsweise vielleicht auch nur eins. Hauptsache, wir bekommen irgendwas. Und wir werden diese Spieler irgendwie kontaktieren, hoffen, dass die sagen, hey, das ist so random, was du hier forschst, ich schicke dir einfach ein Trikot zu. Und genau das ist der Punkt, den wir heute machen möchten. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, würde mich sehr unterstützen. Und wenn ihr selber so starten wollt, wo wir uns drauf beziehen, dann gerne oben in der Beschreibung anmelden, 5 Karten auf dem Markt gewinnen und bekommt noch eine Limited oben drauf. Jetzt ist es ja so, das ist eine ganz spannende Idee. Wir haben aber auch einige Spiele dabei, die durchaus nicht mehr spielen, die von The Rare nicht mehr gecovert sind. Die würde ich tatsächlich ganz easy mal streichen, um das Ganze konform nach The Rare-Regeln durchzuführen. Dann ist es so, wir haben noch Spiele hier zum Beispiel auf der letzten Seite, die sind nicht unbedingt in Europa. Also Yamada, Japaner spielt dort, hier im Koreaner mit Gwang, der uns wahrscheinlich, also das macht keinen Sinn, dass die irgendwie uns die Trikots schicken werden. Ich versuche, das Ganze europäisch zu halten. Aber auch nicht nur deutschsprachig, sondern auch wirklich welche, die durchaus mal Bock drauf haben auf so eine kleine Sache. Dazu müssen wir uns aber noch einen kleinen, aber feinen Text überlegen. Ich picke jetzt mir hier 50 Spieler raus. Die Liste ackern wir dann durch mit einem Text, den ChatGPT natürlich vorschlägt. Ich meine, wie soll es anders sein? Wir haben ja hier das Tool der Stunde. Das ist ja ein bisschen gefühlt schon wieder outdated, aber genau das werden wir nutzen. Und mit ChatGPT lassen wir uns einen sehr schmackhaften Text generieren, der die Spieler dann anspricht. Und wir verteilen dann die Messages auf Instagram. Jetzt, wie gesagt, bereite ich mal alles vor, pick mir die besten 50 raus aus meiner Galerie und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, dachte ich, komm, gehen wir mal rein in die Trikotsammlung, weil die wollen wir ja erweitern. Genau darum geht's ja. Wir fangen mit einem Banger an, FBC Melga aus Peru. Ich denke, das wird nicht so wirklich geläufig sein. Dann kommen wir zum nächsten, das ist ein schwarzes PSG-Trikot, habe ich dann auch in Paris gerockt, als wir im Stadion waren, mit wem denn sonst? Jules Draxler, Legende. Wissel Kobe Trikot, auch ein Bang an meinen Augen mit der 10. Natürlich hier Lukas Podolski. Schalke Trikot, da habe ich eigentlich zwei, das andere ist in der Wäsche. By the way, sind eh so ein paar in der Wäsche. Wir haben noch hier dann den guten alten Goat hinten drauf mit Henning Madrigiani. Auch ein Classic Trikot in meinen Augen. Dann Bayern Trikot ohne Flock mit Kragen, fühle ich eigentlich. Dann noch ein Bayern Trikot, bisschen älter. Ich weiß gar nicht, aus welcher Saison das ist. Es ist wirklich schon ein Stück her, würde ich behaupten. Aber Bayern-Trikots habe ich natürlich ein paar, weil ich bin auch Bayern-Fan, by the way. Aber sammeln halt die Trikots. Wir haben hier noch ein Bayern-Trikot mit Götze, auch schon ein paar Tage her. Und dann haben wir hier noch ein Bayern-Trikot. Und das ist, glaube ich, aus dem UEFA Cup oder so. Also es ist wirklich ewig her. Aber ich finde es eigentlich ganz fresh. So Oldschool-Trikots, why not? Dann haben wir ein Lyon-Trikot. Ist so ein bisschen klein geworden, aber why not? Hat, glaube ich, einen Zehner damals gekostet, mitgenommen auf jeden Fall. Hier fehlen welche. Ich glaube, das Vidal-Trikot von Bayern. Noch ein Schalke-Trikot, wie gesagt, schon nach unten in der Wäsche. Dann haben wir hier noch ein Thomas-Müller-Trikot von Deutschland. Oh, der deutsche Fußball. Da müssen wir uns auf jeden Fall wieder erholen. Dann haben wir noch ein Leverkusen-Trikot. Leider auch ohne Flock. War damals aber auch ein, ich glaube, es war ein Ersatzprodukt, weil das andere ein Loch hatte. Aber ja, lange Geschichte. Wir haben noch ein Real Madrid-Trikot mit einem sehr klassischen Modric-Flock. Flock sowieso ein übler Pain. Also der geht bei mir irgendwann immer weg. Aber das ist auch schon echt ein bisschen älter. Dann eins der coolsten Trikots in meinen Augen. 120 Jahre FC Bayern. Wir sehen es hier drin. Der Mythos mit keinem geringeren als Leroy Sané hinten drauf. Trikot fühle ich. Also ist wirklich eins meiner Lieblingstrikots. Habe ich auf jeden Fall öfters mal an. Dann Deutschland-Trikot mit Nummer 8. Ihr denkt, Toni Kroos, weit gefehlt, meine Freunde. Holtby Nummer 8. Ich habe ihn damals in der Nationalmannschaft gesehen. Yogi oder Hansi, ich weiß nicht, wer es damals war, aber leider nicht. Noch ein Deutschland-Trikot, ich glaube, die sammelt sich jeder so ein bisschen an. Dann haben wir ein Heidenheim-Trikot. Das ist tatsächlich so eins der besondersten Trikots, weil wir haben hinten
die Unterschrift auf. Hier, die sieht man noch leicht, ist leicht verwaschen. Vom Daniel Fran. Das ist eine lange Geschichte. Den habe ich damals kennengelernt in einer Black Ops 3 Party auf der PlayStation, weil mein Kumpel bei Heinheim gespielt hat. Und dann war der Random auch da und der fand es wohl ziemlich fresh und deswegen habe ich das jetzt hier hängen. Dann noch richtig Oldschool TSG Hoffenheim Trikot in Orange. Wer das noch kennt, auch Legendenzeit. Österreich Trikot, hat glaube ich 5 € gekostet, why not? Ingolstadt Trikot, die Schanzer, Langarm fühle ich sowieso. Hinten drauf mit einer absoluten Legende mit Tamás Heinal. Dann noch ein Schweiz Trikot. Ich sag's euch, dieses Trikot, das ist das engste Trikot, was ich je hatte. Das ist wie eine zweite Haut, völlig crazy. Und dann haben wir hier noch ein richtiger Schmankerl, Fenerbahçe Istanbul. Das ist auch schon ein paar Tage alt. Und ein Kolumbien Trikot, das musste ich damals haben, als James bei Bayern war. Auch Langarm, sehr nice. Und dann haben wir hier noch ein Basketball Trikot von Curry. Noch ein Lakers Trikot von LeBron. Noch ein Lakers von LeBron, von Cleveland LeBron. Und ein mieser Bang am Ende. Was ist das? Das ist eine Preisfrage. Das ist das Dart Trikot von Rob Cross. Hinten steht drauf, Voltage. Wie gesagt, das sind so meine Trikots. Es gibt noch ein paar mehr, die sind noch in der Wäsche. Und wenn wir jetzt zurückspringen ins Hauptvideo, dann habe ich die Liste auf jeden Fall für euch ready. Wir haben jetzt hier eine arschgeile Liste zusammen und ich habe so ein bisschen, nicht Bammel, aber es sind schon ein paar große Namen dabei. Und ich will vorneweg sagen, also ich erwarte auch gar kein Trikot. Es ist immer noch so, das sind immer noch sehr prominente Leute dabei. Eigentlich alle, es sind halt Fußballer, die haben deutlich wichtigere Sachen zu tun, als irgendwie mir zu antworten oder mir was zu schicken. Aber es ist so ein kleines Experiment und das wollte ich eh schon mal machen. Jetzt schauen wir einfach mal, was rauskommt. Also no front an irgendjemand, ich will da auch nichts lesen oder so, dass die irgendwie, was weiß ich, abgehoben sind. Weil, also re-rap, wenn ich jetzt der Fußballprofi wäre und so eine random Nachricht in Instagram bekomme, weiß ich selber nicht. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, was da rauskommt. Aber ich habe jetzt 50 rausgesucht. Das sind alles Spieler, die in Europa unterwegs sind, wo zum Teil halt echt riesige Namen drin sind, wie so ein João Mario oder mal ein neuer Thomas Müller. Ja, da müssen wir mal gucken. Da könnte es auch recht schnell sein, dass mein Name Scott-wise verbrannt wird. Also, wer weiß. Müssen wir mal gucken, wie viel Risiko wir eingehen. Ich hoffe natürlich nicht zu viel. Aber es wird auf jeden Fall spaßig. Also, das sind die Jungs. Das schreibe ich mir mal auf, wann ich wen angeschrieben habe. Und dann schauen wir, was rauskommt. Aber bevor wir natürlich anschreiben können, brauchen wir einen Text. Einmal auf Deutsch und auch auf Englisch, weil sind nicht alle deutschsprachig. Und wir müssen immer so ein bisschen in meinen Augen gucken, dass es halt zum Spieler passt. Aber im Grunde bin ich jetzt einfach mal alle durchgegangen. Ich bin jetzt hier auf Seite 4. Also ich habe noch einiges im Potenzial, falls hier wirklich was rauskommen soll, noch eine Folge zu drehen. Aber ja, da müssen wir mal gucken. Gerade so ein Spiel wie Lukoki, absolut sympathischer Dude. Können wir auf jeden Fall mal schauen, was da rauskommt. Jetzt chatten wir mal rüber mit ChatGPT. Und ich werde das Ganze natürlich vorbereiten, um euch den Prozess danach zu zeigen, wie das Ganze abläuft. Ganz wichtig, man muss auch erstmal den Chatbot begrüßen. Hi. Und dann gehen wir mal rein. Also wer das hier nicht kennt, ist mittlerweile eigentlich in aller Munde. Da kann man einfach eine Anfrage senden und ChatGPT gibt das ganze Thema dann einem zurück, was man sucht. Ist tatsächlich eine Riesenhilfe in der Sache. Also hi. Und ja, ich tippe mal drauf los. Also, der erste Vorschlag von ChatGPT ist, sehr geehrter, Name des Spielers, lässt natürlich offen. Und dann mal, ich hoffe, es geht Ihnen gut, mein Name ist, Ihr Name, leidenschaftlicher Fußballfan, begeisterter Rare-Spieler und dann wende ich mich an euch, bla bla bla. Also finde ich an sich ganz witzig, sieht aber eigentlich aus, als ob ich denen eine Versicherung verkaufen will. Weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Komm, ChatGPT, das kriegen wir besser hin. Da müssen wir nochmal ein bisschen abspecken. Ich weiß auch noch nicht, ob ich, also gut, mein Instagram-Account hat 600 Follower, müssen wir ehrlich sagen, da wird mich jetzt nicht irgendjemand kennen, aber es ist halt irgendwo ein YouTube-Account. Weiß noch nicht, ob ich das mit reinbringen will. Es ist halt eigentlich so, ja, vielleicht ein Pluspunkt, vielleicht auch nicht. Aber ja, also wer Instagram by the way noch nicht followt, kann da gerne reinkommen, aber darum geht's nicht, sondern ich will ja Trikots über Insta haben. Auch die Sache gefällt mir noch nicht so ganz. Ich versuch's weiter. Muss ich sagen, ist jetzt nach 3 Anlaufen gar nicht so verkehrt. Also da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Jetzt könnten wir das, also komm, das nehmen wir mit. Das Ganze muss ja auch hier, darf ja auch nicht zu professionell werden hier auf meinem Kanal, sondern das passt auf jeden Fall. Den können wir auf jeden Fall verwenden. Plus, dann brauchen wir das Ganze ja auch noch auf Englisch. Naja, einfacher kann man mittlerweile nicht mehr übersetzen. Also das ist wirklich brutal. Nehmen wir auch mit. Und einzige, was ich
sehr, sehr gern noch mache, ist, aus beste Grüße machen wir auf jeden Fall sportliche Grüße. Aber das können wir selber händeln. Jetzt speichere ich beides ab und dann gehe ich mal rein, verschicken die ersten Anfragen raus. Mir ist gerade aufgefallen, also wer sagt ein cooles signiertes Trikot? Aber irgendwie ist es so random. Irgendwie kann man es auch drin lassen. Also es wirkt total deplatziert und nicht mehr up to date. Aber komm, wir lassen es einfach so. Also ich habe gerade noch überlegt, was wir ändern können. Aber ich fand es wiederum auch ziemlich witzig, dass es so random sich anhört. Deswegen, wir nehmen die zwei Texte, also auf Deutsch und auf Englisch, passen die jeweils für den Spieler an und hauen sie raus. Und dann, ja, schauen wir, was rauskommt. Und jetzt machen wir mal den allerersten Spieler auch noch gemeinsam. Und es ist kein geringer als Kevin Wimmer. Der Mann ist auf jeden Fall deutschsprachig, deswegen können wir den Text da nehmen. By the way, hier, Thiago, peace an dich zurück. Also, schön, dich hier zu sehen. Wir gehen mal rein und dann können wir mal gucken, wie lang das dauert. Ich habe keine Ahnung, Kevin Wimmer. Okay, sehr easy mit blauen Haken, gar kein Stress. Wir sehen hier, der spielt mittlerweile bei Bratislava, ist auf jeden Fall Österreicher, deswegen wird eine deutsche Nachricht auf jeden Fall checken. Deswegen Nachricht senden, gehen wir mal rein. Und an sich müssen wir jetzt ja nur noch die Nachricht rauskopieren, gehen hier rein, kopieren es rein und jetzt ganz, ganz wichtig und jeder kennt es, ich meine jeder, der schon mal irgendwie eine Mail oder so verschickt hat, Name des Spielers sollte man austauschen gegen den Namen. Sonst wäre es echt massiv unlucky. Ja, bla bla bla. Dann machen wir hier noch ein paar Spaces rein, dass es auch noch was aussieht. Und sportliche Grüße hinterher. Also, das ist der erste Mann. Wie gesagt, ich gehe jetzt alle 50 durch. Das müssen wir nicht zusammen machen. Aber ja, das wird eine sehr spannende Experimental-Sache hier. Jetzt kommen wir jetzt live dabei. Hi, hier ist Marco. Ich habe keine Ahnung, ob das gerade schlau oder dumm ist. Aber naja, mehr als nicht zurückschreiben kann er ja nicht. Deswegen schauen wir, was rauskommt. Ich melde mich nochmal aus dem Off. Ich glaube, man nennt es so. Keine Ahnung. Aber wir haben jetzt alle rausgesendet. Ich habe auf jeden Fall durchgehasselt und wir sehen, sind nicht alle grün, aber schon überwiegend. Also das ist schon ganz gut gelaufen. Ein paar hatten kein Insta, ein paar hatten einen privaten Account, ein paar konnte ich irgendwie nicht anschreiben. Jetzt müssen wir mal schauen, was da am Ende rauskommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich habe mir noch einen kleinen Twist einfallen lassen. Das schauen wir uns jetzt direkt auch mal an. Bevor wir aber zum Twist kommen, also mein Postausgang auf meinem Insta-Account sieht aus, als ob ich deeply connected wäre mit all den Fußballern. Sind wir halt nicht. Also müssen wir ganz ehrlich sagen, haben wir halt nicht geschafft. Aber es sieht auf jeden Fall nach aus. Und ich habe auch, das kann ich kurz auch noch erzählen, was mit Christopher Lenz. Dieses Konto kann deine Nachricht nicht erhalten. Gut, also da sind wir auch direkt mal raus. Ich habe irgendwann die Nachricht angepasst, weil ich fand, ich verfolge dich schon eine Weile auf der Plattform und finde deine Leistung krass. Das sagt kein Mensch. Also da merkt man halt auch, ChatGPT ist halt irgendwo doch nur eine KI. Das habe ich dann gelöscht. Ich habe es, glaube ich, hier bei Eli schon raus. Genau, also das habe ich dann weggenommen, der Rest ist gleich geblieben. Ich habe teilweise, um so ein bisschen eine Note Persönlichkeit reinzubringen, was angepasst mit mir, Samir, beim Tomaso zum Beispiel, müssen wir mal gucken. Ich bin sowieso, also ich bin maximal gespannt, was da rauskommt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir ein Trikot bekommen. Aber, und wie gesagt, ich habe einen Twist hier drin und den werde ich euch jetzt auch auf jeden Fall noch mitgeben. Und wie gesagt, wir haben einen Twist drin. Und ich wollte eigentlich meine Kollektion so ein bisschen erweitern, aber ich dachte, komm, um euch so ein bisschen mit reinzuholen, ist es so, wenn ihr Abonnent seid, das ist ganz, ganz wichtig, einen Daumen hoch gegeben habt und jetzt kommt, habt ihr eine Möglichkeit in den Kommentaren zu schreiben, welcher Spieler aus eurer Sicht mir ein Trikot sendet. Wenn ihr den Spieler richtig tippt, kommt ihr in der Verlosung mit allen, die den richtig getippt haben und wir verlosen dann dieses Trikot. Ich denke, mehr geht eigentlich nicht, also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, da bleibt ihr auch so ein bisschen dran, wenn natürlich keiner das Trikot errät oder den Spieler, dann boah, schwierig, aber um das Ganze eine kleine Würze noch mit reinzugeben, könnte das doch eigentlich eine ganz nette Sache sein. Also Abonnent sein, Daumen hoch und in die Kommentare euren Spieler vielleicht auch noch, warum ihr denkt, dass der sendet. Und um es euch so ein bisschen einfacher zu machen, gebe ich euch kurz noch die Liste hier durch. Also unten in der Videobeschreibung ist Liste drin. Wer jetzt Nachrichten erhalten hat, da könnt ihr euch rauspicken. Und dann hört man sich beim nächsten Mal. Macht's gut.